Hallo und herzlich willkommen. Die Altparteien haben sich unseren Staat zur Beute gemacht und das meiste davon sollen Sie, liebe Bürger, nie erfahren. Wir aber legen offen, wofür die angeblich volksnahen Politiker von CDU über SPD, Grüne, FDP und Linke ihr hart verdientes Geld mit vollen Händen ausgeben. Heute am Beispiel der parteinahen Stiftung. Knapp 700 Millionen Euro gehen jährlich an die Stiftung der etablierten Bundestagsparteien. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es nicht. Alle bekommen ihr Geld, nur die AfD nicht. Ein neuer Gesetzesentwurf soll das auch weiterhin ermöglichen. Ich spreche heute mit Dr. Götz Frömming und Albrecht Glaser über dieses brisante Thema. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herr Glaser, worum geht es in dem geplanten Gesetzesentwurf der Ampel und der Union? Also, der Gesetzentwurf hat zum Ausgangspunkt eine seit vielen Jahren verfassungswidrige Praxis, nämlich, dass allein durch irgendeinen Haushaltsansatz im Bundeshaushalt Riesenbeträge, etwa bis heute 700 Millionen pro Jahr, an sogenannte parteinahe Stiftungen ausgeschüttet werden, ohne dass es sozusagen ein Leistungsgesetz gibt, das außerhalb des Haushaltsgesetzes, wie etwa in der Parteienfinanzierung, wo es ein Parteiengesetz gibt, das dann regelt, ja, wie viel und warum und wie werden die zurückzufordern, welche Buchhaltungsvorschriften, welche Publizitätsvorschriften sind zu machen. Alles das gibt es nicht, sondern es ist ein Mauschelverwaltungsverfahren. Und da gab es immer schon in der Wissenschaft die Aussage, das geht so nicht, das muss ähnlich wie beim Parteiengesetz ein Stiftungsgesetz her, dass alle diese Inhalte regelt. So, das ist nicht gemacht worden. Und als wir 2019 schon, frisch im Bundestag, gesagt haben, die haben es im Aufräumen, Stiftungen, da fließt Geld so einfach so in die Pampa, das geht so nicht, da haben wir alle gesagt, nein, nein, die Praxis ist verfassungsgemäß. Dann haben wir geklagt vom Bundesverfassungsgericht und Gottlob hat das Bundesverfassungsgericht Gottlob gesagt vor wenigen Monaten im Februar, zitiere, die Notwendigkeit einer besonderen Regelung für staatliche Leistungen, die sich erheblich auf die chancengleiche Teilnahme von Parteien am politischen Wettbewerb auswirken, wird durch den Erlass eines Haushaltsgesetzes nicht genügt. Es bedarf also eines solchen Stiftungsgesetzes. Und das ist der Grund, weshalb wir heute zusammen sind. Jetzt kommt ja dieses Stiftungsgesetz. Herr Frömming, inwiefern hat die AfD denn dadurch, durch dieses Gesetz, einen Nachteil? Naja, also erstmal hatten wir einen Nachteil die ganzen zurückliegenden Jahre schon. Denn nach der gängigen Praxis, auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, hat man eigentlich gesagt, wenn eine neue parteipolitische Kraft sich als dauerhaft erwiesen hat, dann soll sie auch Stiftungsgelder bekommen. Und das Kriterium dafür sollte eigentlich der zweimalige Einzug in den Bundestag sein. So, das schert aber nun keinen mehr von den Altparteien, weil sonst hätten sie uns ja jetzt Geld geben müssen. Insofern ist das neue Gesetz jetzt genau so gestrickt worden, dass alle anderen Parteien sozusagen weiter an den Futtertrögen bleiben, aber die AfD ausgeschlossen wird, indem man zum Beispiel an der Stelle gesagt hat, dass man künftig mindestens dreimal eingezogen sein soll, dass man dann kommt noch die Frage, ob man im Visier des Verfassungsschutzes steht und so weiter. Also das Gesetz ist genau so gestrickt worden, dass wir draußen gehalten werden, dass aber auch die anderen, die möglicherweise auch ja mal aus dem Bundestag hinausfliegen könnten, Klammer auf, FDP, Klammer zu, dass also deren Stiftung, Linke auch, dass deren Stiftung also sogar weiter bestehen bleiben, selbst wenn sie aus dem Bundestag hinausfliegen. Also ist hier nicht nur eine Benachteiligung der AfD gegeben in dem vorliegenden Entwurf, sondern auch noch eine Bevorzugung der Altparteien. Ja, und das kann also auch für den Laien schon erkennbar nicht verfassungsgemäß sein, was hier vorgelegt worden ist. Ich möchte jetzt nochmal auf die Chancengleichheit zu sprechen kommen. Unser haushaltspolitischer Sprecher Peter Böhringer hat letzten Freitag dazu gesprochen und das schauen wir uns einmal an. Wir erleben heute hier den Versuch, die grundgesetzlich verankerte Chancengleichheit der Parteien auszuhöhlen. Das ist ein Tiefpunkt für den deutschen Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Das Gesetz wurde von hinten her geschrieben, mit dem einzigen vorgegebenen Ziel, genau eine Stiftung außen vor zu halten. Herr Frömming, wie bewerten Sie die Aussage von Herrn Böhringer?
Ja, das ist, trifft den Nagel auf den Kopf. Die Altparteien und die anderen Fraktionen hier im Bundestag sehen natürlich, dass wir inzwischen auch eine Stiftung aufgebaut haben, und zwar ohne Steuergeld, und die auch schon eine gute Arbeit macht. Das ist ja nebenbei bemerkt auch ein großer Unterschied zwischen uns und unserem Gesetzentwurf, dass wir der Meinung sind, die Stiftungen werden viel zu üppig ausgestattet. Also für das, was sie angeblich tun sollen. Sie sind de facto erweiterte Vorfeldorganisationen der Parteien geworden, was sie aber gar nicht sein sollten. Und die politische Bildungsarbeit, die kommt bei Ihnen unseres Erachtens zu kurz, beziehungsweise sie wird einseitig betrieben. Es sind teilweise, sag ich mal, Agitationen, die hier betrieben werden, auch gegen die AfD, also gegen die politische Konkurrenz. Also insofern ist das natürlich nur zu unterstreichen, was der Kollege Peter Böhringer hier ausgeführt hat. Wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, dann klingt das für mich wirklich nach einer Verzögerungstaktik. Das heißt, erstmal brauchten wir zwei Legislaturperioden im Bundestag. Jetzt kommt wahrscheinlich bald die dritte, für die AfD eigentlich ziemlich sicher. Jetzt wird daraus drei gemacht und es wird halt immer auf Jahre verzögert. Herr Glaser, kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich eine Verzögerungstaktik? Nein, es ist kein Gesetz, es ist ein Machwerk. Man kann das wirklich gar nicht schönreden. Beispielsweise auch bei der Bemessung der Höhe der Mittel, auf die man noch mal kommen müsste, weil das ist eigentlich auch noch der Kern der Veranstaltung, wieso so viel Geld in den Politikbetrieb sozusagen hineingegeben wird. Ob das verfassungsgemäß sein kann, dass der Staat gewissermaßen die politische Klasse mit so viel Geld ausstattet, dass die Gesellschaft sozusagen quasi erdrückt wird. Aber für unseren Zusammenhang ist jetzt noch entscheidend, dass zum Beispiel bei der Bemessung der Höhe gesagt wird, die letzten vier zurückliegenden Legislaturperioden mit der Größe der Fraktionen, die sich dort abbilden, sei für eine bestimmte Differenzierung, große kriegen ein bisschen mehr, kleine kriegen ein bisschen weniger, maßgeblich. Was bedeutet, dass wir, die wir erst zwei Perioden da sind, zwei weitere Perioden angerechnet bekommen mit null Mitgliedern im Bundestag und da ein Durchschnitt gebildet werden soll aus den vier Jahren, heißt es, der wird so runtergedrückt, gezielt wegen uns, damit also selbst wenn wir eine Mittelbewilligung bekämen, der Betrag so nieder ist, damit wir ja nicht angemessen in der Konkurrenz zu den anderen Parteien agieren können. Selbst wenn wir eine bekommen würden, wir bekommen keine, wir haben es gerade gehört. Herr Frömming, wenn ich mir das anschaue, die Energiepreise steigen, die Inflation ist auf einem Höhepunkt und 700 Millionen Euro jährlich deutsches Steuergeld geht für Stiftungen drauf. Inwiefern wird das überhaupt gerechtfertigt? Also wir halten das für nicht gerechtfertigt in dieser Höhe, nicht? Also ein gewisses Maß ist sicherlich vorstellbar, auch an Bildungsarbeit, ja, auch wir würden gerne, sag ich mal, unseren Nachwuchs schulen. Das ist in einem gewissen Maße sinnvoll, aber dafür braucht man nicht diese Beträge. Man muss sich mal vor Augen halten, dass die sogenannten parteinahen Stiftungen mehr Auslandsvertretungen unterhalten, als die Bundesrepublik Deutschland Botschaften hat. Und da frage ich mich schon, was treiben denn diese Stiftungen im Ausland? Sie versuchen dort natürlich auch, die Politik zu beeinflussen. Und nicht ohne Grund sind sie, glaube ich, in Moskau mit Bausch und Bogen hinaus gebeten worden. Ja, und in anderen Ländern wird das Gebaren der Stiftung auch kritisch gesehen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie können gerne beitragen zur politischen Bildungsarbeit hier bei uns in Deutschland. Aber dafür braucht man nicht mehr Geld, als den Parteien übrigens zugestanden wird. Also die Stiftungen, parteinahen Stiftungen, haben mehr Geld zur Verfügung als die viermal Parteien so viel selbst. Ja. Und das ist ein Missverhältnis, das so nicht bestehen bleiben kann. Und wir sind die einzige Fraktion, die einzige Partei, die fordert, mit dieser Geldverschwendung Schluss zu machen und das Geld wieder den Bürgern zurückzugeben, die es ja hart verdienen müssen mit ihrer täglichen Arbeit. So ist es. Herr Glaser, Sie sprachen im Vorgespräch noch mal das Tempo dieses Gesetzesentwurfs an. Können Sie das noch mal darlegen, vielleicht für unsere Zuschauer? Also in der Tat ist es jetzt nicht nur ganz lausig vom Inhalt und der Intention, sondern es wird jetzt auch in einem Verfahren durchgepaukt, weil man unbedingt noch vor der Haushaltsverabschiedung 2023 des Haushaltes 2024 das jetzt unter Dach und Fach haben will. Und das führt dazu, dass wir als
Oppositionsfraktionen am letzten Donnerstag den Entwurf erst bekommen haben, dass schon zum Freitag fürs Plenum angemeldet worden ist, ein Tagesordnungspunkt dazu, zu einem Zeitpunkt, wo es überhaupt noch keine Drucksachennummer für den Gesetzentwurf gab, nämlich im Laufe der letzten Woche. Und am Freitag haben dann auch erst Sachverständige benannt werden können für eine Expertenanhörung, die üblicherweise bei so einem Gesetz gemacht wird. Diese ist heute. Das heißt, wenn Sie die zwei Wochenendtage, Samstag und Sonntag, abziehen, haben die Sachverständigen 24 Stunden oder was Zeit, das zu lesen, eine Meinung sich zu bilden, ein Gutachten dazu zu schreiben, um heute Mittag um 14 Uhr oder was dazu Stellung zu nehmen. Das ist wahrscheinlich für sich genommen, verfassungswidrig so vorzugehen. Es gab vor wenigen Monaten mal einen Fall, ich glaube, es ging sogar um dieses berühmte Heizungsgesetz, wo das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise auf eine einstweilige Anordnung damals der CDU wegen ähnlich kurzer Fristen bezogen auf ein normales Gesetz gesagt hat, nee, so geht es nicht, die Beratung kann nicht stattfinden. Hier haben wir ein Gesetz, das bezieht sich auf den Parteibetrieb und die politische Klasse selber. Dazu gibt es Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die sagt, dort müssen eigentlich die Fristen noch sehr viel üppiger sein, damit überhaupt eine breite Öffentlichkeit kontrollieren, zugucken kann. Denn mit diesen Abläufen führe ich ja praktisch die Öffentlichkeit hinters Licht und man könnte sogar sagen, die politischen Ereignisse im Nahen Osten sind gerade im Moment bewusst der Hintergrund, vor dem man gesagt hat, da machen wir mal schnell im Alltag in Berlin so ein Gesetz dadurch, denn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist ja fast ganz anders gerichtet. Man darf das unterstellen, dass auch diese Hinterlist im Moment gerade gefahren wird. Also am Bürger vorbei wird einfach irgendwie ein Gesetz durchgeprescht. Ja. Und also genau. Vielleicht muss man an der Stelle noch mal ergänzen, das war ja auch bislang die gängige Praxis, dass man versucht hat, quasi im Hinterzimmer sich diese Gelder zuzuschanzen. Und selbst wenn eine Partei mal bei den Wahlen etwas schlechter abgeschnitten hat, was ja dann zur Folge hätte haben müssen, dass auch die Stiftung weniger zugewiesen bekommt, dann hat man lieber alle gemeinsam erhöht, damit ja nicht irgendwo irgendjemand entlassen werden muss. Und auch als dann zwei neue Parteien, bei den Grünen ist schon länger her, dann kam noch die Linkspartei dazu, dann hat man auch versucht, das möglichst geräuschlos im Hintergrund zu machen. Bei den Linken zierten sich die anderen Parteien zunächst auch. Aber angesichts der Öffentlichkeit, die ein mögliches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit sich bringen würde und auch des Risikos, dass das Wesen der parteinahen Stiftung insgesamt in Frage gestellt werden könnte, hat man damals noch sich entschieden, auch die Linken einfach mitspielen zu machen und hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung nach anfänglichen kleineren Millionenbeträgen dann auch hochgefahren bis zu dem Betrag, der ihnen prozentual zusteht. Und heute spielen sie mit und es ist geradezu absurd, wenn man sich mal anschaut, was in der Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstaltet wird, auch mit Blick jetzt gerade auf Nahost-Palästina-Kooperation mit Hamas und so weiter. Beispielsweise haben die Grünen mal in Beirut eine gemeinsame Tagung gemacht mit Vertretern, auch der Hamas. Ja, und dann will man nun uns irgendwie hier nachweisen, dass unsere Stiftung hier möglicherweise nicht verfassungskonform wäre. Also da müssen sich die Stiftungen der Altparteien mal selber kritische Fragen gefallen lassen. Ja. Die AfD hat ja auch einen Gesetzesentwurf eingebracht. Herr Glaser, was fordert die AfD-Fraktion? Also in der Tat, das wirkliche Kernthema ist natürlich auch die Mittelhöhe. Und da haben wir ein richtiges Zeichen gesetzt. Wir sind ja als AfD überhaupt stiftungskritisch. Wir stellen in Frage, ob diese Art ja auch der staatlich finanzierten Meinungsbeeinflussung der öffentlichen Meinung, ob die überhaupt legitim ist. Das ist eigentlich einer der fundamentalen Punkte. Da sind wir sehr kritisch und sagen, ja, Staat wird eigentlich von der Gesellschaft beatmet und nicht umgekehrt. Das ist der Unterschied zwischen Demokratie und totalitärem Staat. Und deshalb sind wir generell dagegen. Wir haben insofern unseren Frieden gemacht, weil wir gesagt haben, ja, solange es die gibt, wir als AfD nicht abschaffen können, müssen wir irgendwie mitspielen, damit wir wenigstens zweistellige Millionen, hohe zweistellige Millionenbeträge zur Verfügung haben.
Und wenn wir das Gesamtfinanzpaket von 700 Millionen nehmen, sogar dreistellige Millionenbeträge pro Jahr, um mitspielen zu können in diesem Konzert. Und deshalb ist eine unserer markanten Aussagen, dass wir sagen, so jetzt gucken wir mal, was wenden wir denn für die gesamte Parteienfinanzierung auf? Das sind zurzeit 160 Millionen pro Jahr. Und jetzt stellen Sie die 160 gegen die 700. Und dann sagen wir, nee, schon das kann nicht sein. Und haben reingeschrieben, 2/3 der Summe, die für die Parteienfinanzierung verwendet wird, ist maximal der Jahresbetrag, der in solche, sagen wir mal, ja, wenn es gut geht, politische Informationseinrichtungen, politische Bildungseinrichtungen, vielleicht kleine Denkfabriken, Denkwerkstätten, sage ich mal, vielleicht hineingegeben werden können. Und das wäre eine Zeitenwende, wenn wir auch nur annähernd das erreichen würden. Wir haben leider zu dieser Höhenfrage, die im Parteiengesetz geregelt ist, und zwar von Anfang an, seit den 90er Jahren, eine große Kommission, die beide Themen erörtert hat, die sogenannte Weizsäcker-Kommission. Die hat sowohl die Stiftungsfrage wie die Parteienfrage. Bei der Parteienfrage hat die damals gesagt, bitte begrenzen, die Kirche muss im Dorf bleiben. Ihr seid eine Einrichtung, die in der Gesellschaft verankert sein müsst. Verankert ist, wenn ihr nicht aus der Gesellschaft, die euch ja das wichtige Mandat gibt, die Parlamente zu besetzen, Geld generieren könnt für eure Existenz, dann kann der Staat das nicht ausbügeln. Man kam trotzdem dann zum Ergebnis zu sagen, naja, so eine Hälfte dessen, was ihr an Eigenmittel einwerbt, darf der Staat obendrauf geben. Das ist der Kompromiss für die Parteienfinanzierung. Sowas könnte man sich für solche Stiftungen auch vorstellen. Aber noch einmal, der Kern ist die absolute Höhe. Das Vierfache von dem, was für Parteienfinanzierung benutzt wird, in Stiftungen mit mäßiger Kontrolle, mit Dingen, die wir nicht wissen. Was macht die Luxemburg-Stiftung in Kuba, in Nicaragua? Ich würde sagen, die schreibt Revolutionspapiere. Aber sie verbreitet bestimmt nicht den Geist einer westeuropäischen Demokratie im Rest der Welt. Also insofern muss dort eingedämmt werden auf Teufel komm raus. Und wir würden das gerne so machen. Wenn ich mir das alles noch mal zusammenfassend zum Abschluss anschaue, dann ergibt sich irgendwie dieser Eindruck, dass vor allem die Altparteien Angst haben vor einer noch stärkeren AfD. Wenn ich mir die Umfragewerte angucke, unsere gehen durch die Decke, die Ampel kommt auf keine Mehrheit mehr. Hätten wir jetzt noch Gelder für eine Stiftung, könnten wir, wie Sie es schon sagten, den Nachwuchs ausbilden, noch mehr machen. Herr Fremming, inwiefern ist es wirklich Angst der Altparteien, dass sie uns jetzt dieses Geld verwehren? Also ich glaube, die Angst ist groß und das merken wir an allen Ecken und Enden, dass versucht wird, uns rauszuhalten. Die AfD wird immer noch gesehen wie ein Fehler im System, wie irgendwie etwas Störendes, was man wieder loswerden müsste. Hier muss bei den Altparteien ein Umdenkungsprozess stattfinden. Es gehört nun mal zu unserer Demokratie dazu, dass nicht die bestehenden Parteien entscheiden, wer hier zusätzlich mitspielen darf, sondern der eigentliche Souverän. Und das ist immer noch der Bürger. Und der Bürger hat entschieden und entscheidet immer mehr, dass er möchte, dass die AfD mitspielt. Und das heißt, auf allen Ebenen mitspielt. Ja, und wenn man gemeinsam spielt, dann müssen auch die Spielregeln für alle die gleichen sein. Und es kann nicht sein, dass eine Partei diskriminiert wird, verfolgt wird, verfemt wird und dass praktisch alle irgendwie vom Staat abhängenden Organisationen bis hinein in die Gewerkschaften, in die Kirchen, die ja auch von Staatsgeldern leben, ja, alle haben sich auf die AfD eingeschossen. Und das ist letzten Endes undemokratisch. Also nicht wir als AfD verhalten uns undemokratisch, sondern die anderen, die sich verschworen haben mit Brandmauern und ähnlichem Unsinn, hier einen ganz legitimen Mitbewerber draußen zu halten und überhaupt nicht erst aufs Spielfeld zu lassen. Ja, und das ist undemokratisch und dagegen wehren wir uns. Wir wollen aufs Spielfeld und wir wollen genauso mit den gleichen Mitteln und nach den gleichen Regeln mit den anderen in den politischen Wettbewerb eintreten. Das ist demokratisch und dazu stehen wir. Vielen Dank für das Gespräch.